Pass auf, Kalik. Und wie fühlt man sich denn so als Frau vom Kürbiskönig? Wenn der Erwin nur halb so oft streicheln wird wie seine Kürbisse, weiß. Ach, Tommy, jetzt ist aber mal Schluss mit dem Gebuddel da. Der Herr Herberle hat mir aber erlaubt. Jetzt lass es doch den Bube. Aus dir wird er noch mal ein richtiger Gärtnerkerl. Nee, alles bloß das nicht, ne? Ah ja, die Männer. Ich habe mein halbes Leben lang Kürbisse gezüchtet. Und dann kommt dieser Amateur und gewinnt 4-mal in Folge. Theo, jetzt reiß dich endlich zusammen. Entweder du gratulierst in unserer aller Namen oder ich sorge dafür, dass du abgewählt wirst. Was? Wer will da wen abwählen? Ach, niemand. Manfred hat nur ein Witzle gemacht. Also, dann nochmal. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Im Namen aller. Und in meinem, als erster Vorsitzender. Prost. Prost. Auf der schönste Kürbis. Prost. Guck mal, Mama, was ich gefunden habe. Ey, was ist das denn? Guten Morgen, Frau Professor. Oh, Tag, Herr Stoll. Wo ist denn Frau Seifert? Die ist im Urlaub. Toskana. Und was haben Sie für mich? Also leiten Sie jetzt die Ermittlungen? Sehen Sie hier sonst noch jemanden? Ich sehe was, was du nicht siehst. Verzeihung. Hallo. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Gries, mir gehört die Nachbarparzelle. Ja, ja, toll. Treten Sie bitte hinter die Absperrung. Moment mal, ja? Herr Kaiser, seit wann bewegen Sie sich mal in der frischen Luft? Ja, solange die Kollegin Seifert im Urlaub ist, können Sie Verstärkung gut gebrauchen. Aber... Ich übernehme dann mal. Oder wollen Sie der Kollegin Badosi die Kleingärtner allein überlassen? Gut, dann übernehme ich die Gartenzwerge. Hallo, Herr Kaiser. Und? Die Liegezeit beträgt 4 bis maximal 6 Jahre. Der Tote trug ein T-Shirt aus Baumwolle und die verrotten. Nach ungefähr 5 Jahren, ich weiß. Sie glauben doch nicht, dass einer von uns die Leiche da vergraben hat. Seit wann haben Sie und Ihr Mann den Garten gepachtet? Ja, wir haben ihn vor 8 Jahren übernommen. Da muss die Leiche da schon gelegen haben. Aber Sie werden den Garten doch mal umgegraben haben. Ja, freilich. War doch nicht so tief. Mehr als eine Spatenlänge wird eigentlich nie umgegraben. Ja, das reicht zur Lüftung des Bodens. Wir brauchen bitte eine Liste von allen Pächtern, auch der ehemaligen. Machst du das? Ja, ich kümmere mich drum. Ich bin hier Schriftführerin. Aber da werden Sie nichts finden. Das sind hier alles rechtschaffende Leute in der Kolonie. Wir wollen auch nur mögliche Ungereimtheiten ausschließen. Ja, vielleicht war es ja ein Kriegsgefangener, der auf der Flucht erschossen wurde. Ja, oder ein hingerichteter Deserteur, der in den letzten Kriegstagen, also da sollen ja viele... Jetzt hören Sie mal auf mit dem Unsinn, ja? Irgendwelche Hinweise zur Identität? Negativ. Wenigstens das Geschlecht. Dazu müssen wir das Skelett erst vollständig ausgraben und einige Vermessungen vornehmen. Aha. Das Einzige, was ich Ihnen sicher sagen kann, ist, dass er oder sie erschlagen wurde. Ja, ja. Wann kann ich denn mit einem Ergebnis rechnen? Das weiß man vorher nie, Herr Kaiser. 18 Uhr. Mit Sicherheit nicht. Aber heute Abend noch. Also gut, meinetwegen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Jetzt, wo die Leiche entdeckt ist, arbeitet die Zeit gegen uns. Entschuldigung. Was ist? Fühlen Sie sich beobachtet? Wir könnten Sie vorladen lassen. Vielleicht hat sie was gesehen. Gut, aber erst, wenn wir hier fertig sind. Dann können Sie sie vorladen lassen. Natürlich. Jetzt arbeitet da die Zeit gegen uns. Sie haben den Garten seit 8 Jahren gepachtet und die Leiche lag höchstens 6 Jahre dort. Aber das hätte ich doch merken müssen. Eben. Zumal Sie ja das Feld regelmäßig mit Ihren Kürbissen bestellen. Nicht wahr? Also ich mache mir ja eigentlich gar nichts aus Kürbissen.
Das Feld, das hat allein mein Mann bewirtschaftet. Wollen Sie damit sagen, dass, wenn überhaupt, Ihr Mann die Leiche dort vergraben hat? Nein. Ich wollte damit nur sagen, dass eines Tages die Kürbisse plötzlich anfingen zu wachsen und seitdem ist mein Mann völlig vernarrt in die. Gibt es denn jemanden aus Ihrem Bekanntenkreis, der in den letzten Jahren plötzlich verschwunden ist? Neu, wer immer da in dem Garten flaggt, das ist niemand, wo mir kennet. Also ich glaube doch nicht, dass mein Mann den kleinen Tommy ausgerechnet dort buddeln lässt, wenn wir da eine Leiche begraben hätten. Das glaubet Sie doch nicht wirklich, oder? Ihr habt doch den Tommy Fendel extra noch gelobt, weil er so tief graben hat. Da kennen Sie alle Fragen, alle kennen das bezeugen. Waren Sie denn vor ein paar Jahren mal für längere Zeit verreist? Wir haben seit 10 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht. Das bisschen Freizeit, das mir hin, das verbringen wir im Garten. Und wo verbringen Sie den Rest? Wir führen ein Café in der Innenstadt. Ich bin gelernter Konditor und meine Frau, die macht den Verkauf. Wisst ihr, wir haben einen 14-Stunden-Tag und... Ja. Sind wir denn jetzt verhaftet? Die Geschichte mit dem Jungen beweist doch gar nichts. Das kann genauso gut ein Ablenkungsmanöver... Stimmt. Wer lässt schon absichtlich ein Kind eine Leiche ausbuddeln, nur um hinterher das Unschuldslamm zu geben? Andererseits, das Gewissen ist der Feind der Vorsicht. Häberler wäre nicht der Erste, der geschnappt werden will. Ja, aber doch nicht so. Solange wir die Identität des Toten nicht kennen, gibt's für die Häberlers nicht mal ein Motiv. Eben. Ja, dann soll der Kollege Sander die Häberlers checken. Gab's in den letzten Jahren irgendwelche Ungereimtheiten, privat, beruflich? Er soll die Konten klären. Das ist doch alles längst in der Mache. Dann geben Sie Gas. Wenn Sie Fragen haben oder meine Hilfe brauchen. Ne? Worauf warten Sie noch? Wenn Professor Wolter mit dem Skelett soweit ist, dann geben Sie mir sofort Bescheid. Ich will über jeden Schritt informiert werden. Klar, Chef. Ist noch was? Nee. Schönen Feierabend. Dir auch. So, immer noch da? Ja. Du doch auch. Du, ich hab von eurem Schreibergartenfall gehört. Ja. Ich stehe da auf der Warteliste. Seit 10 Jahren. Ja, und? Hanno, falls der Mörder ein Gärtner ist und ihr den festnimmt. Ach so. Ich soll dafür sorgen, dass du auf dieser Warteliste nach oben kletterst. Komm, Joel, sei doch nicht so. Ich meine, wie oft habe ich dir schon geholfen? Das nimmt man aber Vorteilsnahme im Dienst. Du, das ist echt gerade der Richtige. Aber wo du jetzt die Ermittlungen leitest. Ach, du leitest sie gar nicht. Will ich nichts gesagt haben. Gute Nacht.
Schönen Gruß vom Chef übrigens. Es ging einfach nicht schneller. Kein Problem. Für Sie vielleicht nicht. Also, Größe 1,85 Meter, stabiler Knochenbau, männlich. Todeszeitpunkt vor etwa 4 bis 6 Jahren. Also definitiv kein Kriegsgefangener. Die hintere Schädeldecke weist ein schweres, fast hühnereigroßes Trauma auf. Außerdem wurden ihm 2 Halswirbel gebrochen. Das heißt, der Täter hat mindestens 2-mal zugeschlagen, um sicher zu gehen. Ja, wobei die Wucht des ersten Schlages bereits ausgereicht hätte, um das Opfer zu töten. Dann war der Täter wahrscheinlich ein Mann. Mit großer Wahrscheinlichkeit, ja. Tatwaffe könnte ein Baseballschläger oder ein Rohr oder irgendwas Ähnliches gewesen sein. Wie alt war er dann? Nach meinen Berechnungen höchstens Mitte 20. Sehr gut, danke. Im Übrigen weist das Skelett massive Verschleißerscheinungen auf. Der Mann hatte bereits eine Knieoperation hinter sich, und zwar rechts. Dabei wurden die Gelenkränder geglättet. Außerdem sind die Lendenwirbel über Gebühr verschlissen. Arthrose in dem Alter? Ja. Und zwar in einer Ausprägung, wie man sie sonst höchstens bei mindestens 40-Jährigen findet. Spricht für harte körperliche Arbeit. Ja, oder exzessiven Sport. Laufen, Sprünge, Krafttraining. Ein Leistungssportler. Oder Bodybuilder. Was seine Identität angeht, so habe ich das Zahnschema bereits an Herrn Sander weitergeleitet. Außerdem bin ich dabei, sein ungefähres Aussehen zu rekonstruieren. Sehen Sie da drüben? So in etwa könnte er ausgesehen haben. Um sicher zu gehen, ist eine plastische Rekonstruktion nötig. Aber die müssen Sie sich genehmigen lassen. Ja, ist klar. Okay, danke. Ach, sehr gute Arbeit, Frau Professor. Danke, Herr Stoll. Das kommt doch gar nicht in Frage. Wissen Sie, was so eine plastische Reproduktion kostet? Ja, um die 30.000 Euro. Eben. Deshalb werden wir uns auf die klassische Methode beschränken. Vermisstendateien durchforsten. Augen und Ohren auf. Mund zu. Was? Beim Schießen. Mund zu. Was ist mit dem Zahnschema-Vergleich, den ich angefordert habe? Die arbeiten dran. Dann weiß ich nicht, warum Sie noch hier sind. Die Straße hat mich wieder. Hallo. Hallo. Ja, das sind die versprochenen Listen mit allen Gärtnern. Einschließlich der ehemaligen. Danke. Abmeldungen, Todesfälle, alles aufgeschrieben. Gibt's denn irgendwas Neues? Dazu kann ich nichts sagen, tut mir leid. Ja, die Hebeles haben auf jeden Fall nichts damit zu tun. Das sind herzensgute Menschen. Na dann, danke. Schönen Tag noch. Ja, gleichfalls. Schönen Tag. Frau und Herr Kürbiskönig zahlen immer brav ihre Steuern, fahren einen 7 Jahre alten Kombi und wohnen bescheiden in der geerbten Doppelhaushälfte. Zwei Schwaben, wie sie im Buch stehen. Ja, den einzigen Konflikt mit dem Gesetz hatten die Herbeles vor 2 Jahren mit dem Ordnungsamt, weil sie 2 Tische mehr als erlaubt für ihr Café gestellt haben. Ach, ich habe das Zahnschema mit allen verfügbaren Datenbanken abgeglichen. Na da. Und wie immer die Zähne gehören, ist weder vermisst, noch taucht da irgendeine andere Datenbank auf die ich Zugriff habe. Das Opfer kann sonst woher stammen. Ja, oder sonst wohin gefahren sein. Polen, Tschechien, Ungarn. Ja, in diesen Ländern kriegst du eine ganze Kauleiste zum Preis, was hier ein Zahn kostet. Versuch wert. Ja, da habe ich natürlich auch schon dran gedacht. Ist aber nicht so einfach. Und eine Menge Papierkram. EU halt. EU ist, wenn man es trotzdem macht. Kannst du bitte alle Mitglieder auf ihre Hintergründe überprüfen? Badosi? Und? Sitzt du bequem auf meinem Stuhl? Sander? Okay, geht in Ordnung. Ja, bis gleich. Ja, ich jetzt auch, ja. Jan hat Ergebnisse für uns. Das war Kaiser. Ihr sollt zu einem... Moment. Brainstorming in sein Büro kommen.
Stell ihm lieber schöne Grüße. Wir stürmen erstmal die KTU. Ja? Aber der. Schöne Grüße. T-Shirt in XL, Slipgröße 6, beides ziemlich verrottet, Schuhe Größe 43, also eher unauffällig. Schmuck oder Uhr, Fehlanzeige. Die Hose? Eine gewöhnliche Zimmermannshose aus Kord mit hohem Polyesteranteil, da auch der recht gute Zustand. Größe 54. Jetzt kommen wir bitte mal zum Punkt, Jan. Der Gürtel wurde mit einem Spitzengegenstand dilettantisch enger gemacht, und zwar 20 Zentimeter. Lange Rede, kurzer Sinn, es war nicht seine Hose. Und warum sollte jemand in der fremden und viel zu weiten Hose rumlaufen? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, wem die Hose des Toten gehörte. Diese Hose habe ich gestern Nacht im Nachbargarten der Heberlis der Vogelscheuche ausgezogen. Du hast was? Sie kam mir von Anfang an verdächtig vor. Hey, ich habe nur Beweismittel gesichert. Und woher willst du wissen, dass der Tote vor 5 Jahren der Vogelscheuche die Hose geklaut hat? Deswegen. Und was ist das? Das sind Kügis. Kürbissamen der Marke Diddy's Atlantic Giant. Ich habe den Shop angerufen, der die Dinger für Stuttgart importiert, und zwar nur auf Bestellung. Und aus der ganzen Schrebergartenkolonie bezieht nur einer Kürbissamen aus diesem Laden. Wer? Die stammen aus der Hose des Toten, die aus der Hose der Vogelscheuche. Zufall geht anders. Erst legen Sie mir meine Hose. Und dann führen Sie mich vor der anderen ab wie ein Verbrecher. Wir haben lediglich Beweise gesichert. Außerdem gelten Sie im Moment als tatverdächtig. Was ich? Das ist doch purer Blödsinn. Wieso? Wir haben in der Hosentasche Ihrer Vogelscheuche eine Tüte mit Kürbissamen entdeckt. Aus Klösens Samenshop. Der Shop, wo Sie als Einziger in der Kolonie beziehen. Na und? Ich stecke meine Kürbissamen immer in die Hosentasche der Vogelscheuche. Damit ich sie nicht irgendwo verlege. Das ist der springende Punkt. Genau diese Kürbissamen haben wir in der Hose der Leiche gefunden. Kriminaldirektor Kaiser betritt den Raum und nimmt an der Befragung teil. Womit erwiesen ist, dass der Tote Ihre Hose anhatte, als man ihn erschlug. Sie können mir doch keinen Mord wegen einer Hose anhängen. Warum nicht? Hose weg, zugeschlagen. Und weil Sie nicht wussten, wohin mit der Leiche, haben Sie sie kurzerhand in Heberles Garten begraben. Mit den Kürbissamen, woraufhin Heberle in den Folgejahren 4-mal Kürbiskönig wurde. Dumm gelaufen. Fragt sich nur, wen Sie da unter die Erde gebracht haben. Korporation im Vorfeld senkt das Strafmaß am Ende. Ich habe niemanden vergraben. Eines Morgens war die Hose weg. Und da habe ich der Vogelscheuche eine andere von meinen alten Zimmermannshosen angezogen. Neben dem frischen Grab. Da war kein Grab. Ich werde doch keinen mit meiner Hose verscharren und dann auch noch den Diebstahl der Hose melden. Wie, Sie haben den Diebstahl gemeldet? Ja, natürlich. Was denken Sie denn? Ich bin doch beklaut worden. Was würden Sie denn machen? Und wann war das? Das war im Herbst. Vor 4 oder 5 Jahren. Steht alles im Protokoll der Jahreshauptversammlung. Wo ist das Protokoll? Na, bei mir zu Hause. Ich bin doch erst der Vorsitzende. Hey, 2-mal Kürbis zum Ablegen. Diddy's Atlantic Giant, so auch noch die echte. Sag bloß, da kennst du mit sowas aus. Ich hab doch selber vor 20 Jahren mal einen Garten gehabt. Da habe ich solche Dinger züchtet. Und wieso hängst du jetzt auf dieser Warteliste rum? So ein Garten braucht seine Zeit. Und die haben immer wieder mit meinen Dienstplänen kollidiert, wo ich auf Streife war. Und dann hätte mein Garten halt hergeben müssen. Und jetzt auf deine alten Tage hast du dich wieder gepackt. Ja. Außerdem habe ich einen 2 Wochen Hochzeitstag. Wenn ich da meine Frau mit einer eigenen Parzelle überraschen könnte. Außerdem. Ein Sportlenkrad. Die Farbe geht so. Wo ist das her? Vor der Schrottpresse gerettet. Vorläufig jedenfalls. Und? Ich habe alles versucht. Extrahierte Backenzähne, Kronen, Meniskusoperationen. Alles immer schön in Kombination mit vermissten Personen. Berufsgenossenschaften, Arztpraxen, private und öffentliche Kliniken. Alles Fehlanzeigen.
Was ist mit psychiatrischen Anstalten und Gefängnissen? Die Insassen lassen sich gern ihre Zähne sanieren. Ja, aber in diese Dateien komme ich leider nicht rein. Wie, da kommen Sie nicht rein? Na, da darf ich nicht rein. Ohne Beschluss. Ist doch kein Problem. Echt? Echt? Na dann. Wie? Sie sind schon drin? Hätte ich ohne Beschluss nie gemacht. Mein lieber Kollege Sander. Prima. Hier. Theo Gries, Vorsitzender, meldet den Diebstahl einer Zimmermannsrose von seiner Vogelscheuche. Mit anschließender 20-minütiger Aussprache. Feststellung des Diebstahls am Morgen des 13.09. Zeugen Erwin und Doris Häberle mit Unterschrift. Fängt ganz schön Aufsehen erregt zu haben, der Hosenklau. Demnach ist der Mann in der Nacht vom 12. auf den 13. ermordet worden. Wie gut, dass es Pedanten gibt. Aber das erklärt immer noch nicht, was der Tod in der Nacht in dem Schrebergarten gemacht hat. Jörg Wingassen, mehrfacher württembergischer Meister über 800 Meter mit internationalen Ambitionen, dann wegen verletzungsbedingter Erfolglosigkeit auf die schiefe Bahn geraten in Form eines Geldtransportüberfalls. Wingassen war damals 25 Jahre alt und gelernter Bäcker. Er wurde wegen des bewaffneten Raubüberfalls zu 8 Jahren Haftstrafe verurteilt. 2 Tage nach der Tat wurde er festgenommen, weil er unmittelbar nach dem Überfall mit seinem eigenen Wagen in eine Radarfalle geraten ist. Na, besonders helle scheint er ja nicht gewesen zu sein. Naja, immerhin helle genug, die Beute so sicher zu verstecken, dass sie nie wieder aufgetaucht ist. Daher auch das hohe Strafmaß. Und wie hoch war die Beute? 190.000. 290. Ja, 200. Na, eigentlich hätte er zum Zeitpunkt seines Todes ja im Gefängnis sitzen müssen, nicht wahr? Wingassen hat sich, wie viele andere Gefangene auch im Knast, erstmal die Zähne sanieren lassen. Dann kam der Meniskus dran. Und den Aufenthalt im Gefängniskrankenhaus hat er genutzt, um zu fliehen. Und seitdem ist er trotz eines internationalen Haftbefehls nie wieder aufgetaucht. Wie denn noch? Wenn er unter den Kürbissen lag. Da flieht einer aus dem Gefängniskrankenhaus und hat nichts Besseres zu tun, als sich 10 Kilometer entfernt in einem Schrebergarten eine Hose zu besorgen. Die Hose war wohl ihr Nebenschauplatz. Der Kollege Sander und ich, wir haben uns mal den Familienstammbaum Wingassens etwas näher angesehen. Das Ergebnis ist hochinteressant. Oh, seine Eltern sind vor 13 Jahren bei einem Fährunglück ertrunken. Und seine Mutter ist eine geborene Häberle. Was? Jörg Wingassen ist Erwin Häberles Neffe? Ja. Der Häberle hat aber ausgesagt, dass er niemanden kennt, der in den letzten Jahren spurlos verschwunden ist. Rico? Wie bist du ausgerechnet auf die Gefängnisinsassen gekommen? Das ist alles im grünen Bereich. Sie machen genau da weiter. Haus und Garten der Häberles müssen durchsucht werden. Nehmen Sie sich Arnaud dazu und Sie kommen mit mir. Oder haben Sie ein Problem mit der Aufgabenverteilung? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum wir Sie nicht einfach vorladen. Der Schock muss von innen kommen. Ganz wie Sie meinen. Sie scheinen ja einen ganz guten Riecher in dieser Angelegenheit zu haben. So, Dilly. 2 Kaffee. Und 2 Mohn. Das ist der Jörgi. Ja. Können wir uns irgendwo in Ruhe unterhalten? Der Jörg, der ist das schwarze Schaf der Familie gewesen. Eine Schande war der für mich und meine Frau. Aber wir haben den nicht umgebracht. Und wieso lag er dann unter Ihren Kürbissen? Ja, was weiß denn ich? Der Garten, der ist ein Paradies für uns gewesen. Meinen Sie vielleicht, wir hätten der Hanna all die Jahre lang da unseren selbstgemachten Kürbiskuchen verkauft, wenn wir da davon etwas gewusst hätten? Nach dem Überfall haben wir den Kontakt zu ihm vollkommen abgebrochen.
Sie haben ihn also nicht ein einziges Mal im Gefängnis besucht? Nein. Nach dem, was er uns angetan hat. Nach dem Tod seiner Eltern, da war er wie ein Sohn für uns. Wir haben sogar seine Ausbildung finanziert. Und was macht er? Überfällt einen Geldtransporter. Dessen Inhalt bis heute verschwunden ist. Immerhin knapp 300.000 Euro. Tja. Miron denkt, der Jörg hätte sich nach der Flucht mit dem Geld ins Ausland davor gemacht und sich ein schönes Leber gemacht. Falsch. Er ist direkt nach seiner Flucht zu Ihnen in den Schrebergarten gegangen. Frau Heberle, das wäre ein guter Zeitpunkt, reinen Tisch zu machen und in Ihrem Leben aufzuräumen. Der Kaffee, der geht aufs Haus. Schönen Tag noch. Und? Was meinen Sie? Weiß ich nicht. Immerhin hatten Sie 5 Jahre, sich auf diesen Moment vorzubereiten. Ich sagte, dass Sie mal einen Fehler machen. Wir observieren Sie. Und zwar rund um die Uhr. Die Observierung können wir uns schenken. Wieso? Ja, die hat bereits stattgefunden. Was ist das? Das ist das Protokoll der Kollegen vom Raub. Ich hab's extra groß gedruckt. Die haben das Haus der Heberles nach Wingassens Flucht 3 Tage lang beobachtet. Ja, in der Hoffnung, er würde sich bei ihnen verstecken. Und? In Jörg Wingassens Todesnacht verzeichnet das Protokoll keine besonderen Vorkommnisse. Demnach haben die Heberles um 19:41 das Haus betreten, 22:21 das Licht gelöscht und pünktlich am nächsten Morgen um 7 Haus wieder verlassen. Was bedeutet, die Heberles waren zur Tatzeit nicht in ihrem Garten? Scheiße. Ganz meine Meinung. Ach, das nehme ich doch lieber an mich. Aus dem Sandsack werden Sie die Wahrheit sicher nicht rausprügeln, Stoll. Im Knast, da spricht es sich verdammt schnell herum, wenn jemand draußen Vermögen gebunkert hat. Sie denken, es gab einen Mitwisser? Wingassens Flucht betreffend? Jemand, der wusste, dass er sofort nach seiner Flucht sein Geld holen will. Im Schrebergarten. Was hätte er denn sonst da gewollt? Also jemand aus dem Gefängnis? Ein Wärter oder ein Mitgefangener? Oder aus der Gefängnisklinik. Es konnte nie geklärt werden, ob Wingassen bei seiner Flucht geholfen wurde. Lassen Sie Rico zusammen mit Anna alle Kontakte checken, die Wingassen während seiner Inhaftierung hatte. Arzt und Pflegepersonal eingeschlossen. Und Sie nehmen sich zusammen mit Arno den Schrebergarten vor. Okay. Sie glauben, Sie finden da noch was? Ich will nur sicher gehen, dass wir nichts übersehen haben. Kennen Sie sich mit dem Ding aus? Ja, einfach Start drücken. Ich geh mal duschen. Ja. Jan? Ah. Herr Fendel, nicht wahr? Morgen. Wie kann man sich nur so im Menschen täuschen? Ja. Wir waren all die Jahre gute Nachbarn. Ach. Dann kannten Sie sicherlich auch Jörg Wingassen, ja? Nur flüchtig über den Gartenzaun. Und dann hat man ihn auch schon frühzeitig aus dem Verkehr gezogen. Danke. Angenehmen Tag noch. Komm, Schatz. Wie immer gründlich, was? Hohlräume ziehe ich nur mal magisch an. Gib mir bitte mal die Grillzange. Eine Geldbanderole. Für 100 mal 100 Euro. Da haben wir 10.000 drin.
Überprüfen wir bitte die Kennung, ja? Ich glaube, das können wir uns sparen. Schau mal aufs Datum. Das ist der Tag, an dem Winkelsen diesen Geldtransporter befallen hat. Ich glaube, wir wären Team des Tages. Wer bestellt jetzt den Sperrmüll? Ach, Herr Gries, nicht wahr? Keine Sorge, das wird alles wieder eingeräumt. Das können Sie sich sparen. Die Herbeles haben gestern ihren Pachtvertrag gekündigt. Wie? Soll das heißen, die Parzelle wird wieder frei? Ja, zum nächsten Ersten. Schon Nachfolger? Wird im Werte bei Winkelsen in seiner Haft ein ausgesprochener Einzelgänger. Was sich auch in seiner Besucherliste niederschlägt. Also gab es keine Besuche, nicht mal von den Herbeles. Stimmt nicht ganz. Er hat Besuch bekommen, viermal, von Elfie Fendel. Ach was. Allerdings hieß sie bis Winkelsens Verurteilung noch Elfie Gessler, bis sie dann Manfred Fendel geheiratet hat. Und was sagt uns das? Naja, ein Blick in ihre Vergangenheit hat so einiges zutage gefördert. So zum Beispiel ein Zeitungsartikel aus dem Lokalteil der Stuttgarter Allgemeine, Jahr 99. Elfie Fendel und Jörg Winkelsen waren ein Paar? So wie er württembergischer Meister in der Mittelstrecke war, war sie es im Stabhochsprung. Elfie Fendels letzter Besuch im Knast fand zwei Tage vor Winkelsens Knie-OP statt. Wenn er da schon vorhatte zu fliehen, dann würde er doch seine ehemalige Geliebte eingeweiht haben. Wir müssen alles über diese Familie wissen. Frau, Mann und Kind. Der Junge ist jetzt ungefähr 5 Jahre alt. Dann würde das bedeuten, dass der Kleine seinen eigenen Vater ausgegraben hat. Ja, wir haben nächstes Wochenende Sommerfest im Vereinsheim. Sie scheinen sich ja mächtig zu engagieren. Naja, einer muss es ja machen. Nee, ich mach's ja auch gerne. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Häberles? Ich bin nicht wegen der Häberles hier. Sondern? Würden Sie bitte mit aufs Präsidium kommen? Ich verstehe nicht, warum ich hier sitze und nicht die Häberles. Ich meine, die haben ihren Neffen immer zum Teufel gewünscht. Ja, aber umgebracht haben sie ihn nicht, so viel ist sicher. Ja, glauben Sie, ich habe ihn umgebracht. Warum haben Sie Ihre frühere Beziehung verschwiegen, nachdem klar war, dass es sich bei dem Toten um Jörg Winkelsen handelt? Haben Sie eine Ahnung, was ich gerade durchmache? Das denke ich mir. Wir haben nämlich herausgefunden, dass Sie sich 2 Tage vor seiner Flucht im Gefängnis mit ihm getroffen haben. Und jetzt erzählen Sie mir bitte nicht, dass Sie da irgendwelche romantischen Erinnerungen aufgewärmt haben. Ihre Augen sind braun. Und die von Ihrem Mann auch, wenn ich mich recht erinnere. Aber die von Ihrem Jungen sind blau. Ist es nicht so, dass Jörg Winkelsen auch blaue Augen hatte? Was soll das jetzt beweisen? Frau Fendel, sollen wir einen gehen testen? Ja. Das stimmt, wir haben uns im Garten getroffen. Und dann? Was ist dann passiert? Jörg hat vorgeschlagen, dass wir zusammen weggehen. Er hat genug Geld, hat er gesagt, um irgendwo im Süden unterzutauchen und ein paar Jahre davon zu leben. Ja, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Und das haben Sie ihm geglaubt? Ja, ich hab Jörg ja immer noch geliebt. Da war kein Platz für Schwarzmalerei. Aber für Realitäten. Ich meine, immerhin bestand bis vorgestern ein internationaler Haftbefehl gegen ihn.
Es erklärt aber immer noch nicht, wie Jörg Wingassen ums Leben gekommen ist. Das weiß ich nicht. Wir hatten uns für den nächsten Morgen verabredet. Ich sollte ihn mit meinem Auto abholen, aber er war nicht da. Und er ist auch nicht wieder aufgetaucht. Wissen Sie, ich habe bis gestern geglaubt, dass er sich damals anders überlegt hat und dass er alleine mit dem Geld untergetaucht ist. Wo war Ihr Mann zu dem Zeitpunkt, als Sie sich im Garten getroffen haben? Auf der Arbeit. Er ist ungefähr 2 Stunden später nach Hause gekommen. Könnte es sein, dass er Sie beobachtet hat? Wir haben 190.000 Euro in Ihrer Laube gefunden. Sinnigerweise haben Sie die Beute genauso versteckt wie Jörg Wingassen. Hinter den Paneelen Ihrer Wandverkleidung. Sie hätten wenigstens die Banderolen vernichten sollen. Hinterher ist man immer schlauer. Wollen Sie uns nicht einfach erzählen, wie es passiert ist? Bin in der Nacht früher von der Arbeit nach Hause gekommen. Meine Frau war nicht da. Ich dachte, sie ist vermutlich im Garten. Es war eine milde, angenehme Nacht. Also fuhr ich hin, um sie zu überraschen. Aber im Garten war sie nicht. Dann sah ich einen Lichtschein in der Laube der Heberles. Ich schlich mich an und kam sie auch schon heraus. Tschüss. Ich liebe dich. Bis morgen. Ich dich auch. Tschüss. Morgen. Tschüss. Ciao. Ihnen war also klar, dass der Mann Jörg Wingassen war? Ja. Warum haben Sie nicht einfach die Polizei eingeschaltet? Ja, irgendwann wäre ich wieder rausgekommen aus dem Knast. Und dann? Ich wollte doch meine Frau nicht verlieren. Begraben und das Geld an sich genommen. Ja, aber das mit dem Geld war ja Zufall. Und Ihre Frau hat von alledem nichts gewusst? Nein. Und der plötzliche Reichtum? Ich habe Elfi Geschenke gemacht. Hin und wieder was zum Anziehen. Rosen. Spielzeug für den Kleinen. Bei größeren Anschaffungen habe ich das mit Zulagen erklärt oder dass der Chef mir das zugesteckt hat. Und dass Ihre Frau nach 9 Monaten einen Jungen zur Welt gebracht hat, hat Sie das nicht stutzig gemacht? Wusste die ganze Zeit, dass er nicht von mir ist. Aber da kann der Junge ja nichts dafür, hä? Manfred Fendel, ich verhafte Sie wegen Mordes zum Nachteil von Jörg Wingassen. Du, meine Frau ist schon komplett aufgeregt. Was können wir hin? Sofort, wenn ihr wollt. Hier ist der Schlüssel. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Danke. Das Grab habe ich zugeschaufelt und Erdbeeren drauf gepflanzt. Ja, alles wie besprochen. Grab? Ja.
Natürlich. Wolltest du nicht erst morgen? Ja, doch, aber ich dachte, ich schaue heute schon mal vorbei und guck, wie es euch geht. Offensichtlich geht's euch gut. Entschuldigung, ich... Ja, ich gehe dann mal wieder in mein Büro. Was habe ich verpasst? Also mindestens einen gelösten Mordfall. Und wie war es so mit Kaiser als Chef? Klasse. Fühlt man sich denn so als Frau vom Kürbiskönig? Wenn der Erwin nur halb so oft Streichler wird wie seine Kürbisse, weißt du? Ach, Tommy, jetzt ist aber mal Schluss mit dem Gebuddel da. Der Herr Herberle hat mir aber erlaubt. Jetzt lass es doch den Burbe. Aus dir wird er noch mal ein richtiger Gärtner, Kerle. Nee, alles bloß das nicht, ne? Ja, die Männer. Ich habe mein halbes Leben lang Kürbisse gezüchtet. Und dann kommt dieser Amateur und gewinnt 4-mal in Folge. Theo, jetzt reiß dich endlich zusammen. Entweder du gratulierst in unserer aller Namen oder ich sorge dafür, dass du abgewählt wirst. Was? Wer will da wen abwählen? Ach, niemand. Manfred hat nur ein Witzle gemacht. Also, dann nochmal. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Im Namen aller. Und in meinem, als erster Vorsitzender. Prost. Prost. Auf der schönste Kürbis. Prost. Guck mal, Mama, was ich gefunden habe. Hey, was ist das denn? Guten Morgen, Frau Professor. Oh, Tag, Herr Stoll. Wo ist denn Frau Seifert? Diesem Urlaub. Toskana. Und was haben Sie für mich? Also leiten Sie jetzt die Ermittlungen? Sehen Sie hier sonst noch jemanden? Ich sehe was, was du nicht siehst. Verzeihung. Hallo. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Gries, mir gehört die Nachbarpatientin. Ja, ja, toll. Treten Sie bitte hinter die Absperrung. Moment mal, ja? Herr Kaiser... Seit wann bewegen Sie sich mal in der frischen Luft? Ja, solange die Kollegin Seifert im Urlaub ist, können Sie Verstärkung gut gebrauchen. Aber... Ich übernehme dann mal. Oder wollen Sie der Kollegin Badosi die Kleingärtner allein überlassen? Gut, dann übernehme ich die Gartenzwerge. Hallo, Herr Kaiser. Und? Die Liegezeit beträgt 4 bis maximal 6 Jahre. Der Tote trug ein T-Shirt aus Baumwolle und die verrotten... Nach ungefähr 5 Jahren, ich weiß. Sie glauben doch nicht, dass einer von uns die Leiche da vergraben hat. Seit wann haben Sie und Ihr Mann den Garten gepachtet?
Wir haben ihn vor 8 Jahren übernommen. Da muss die Leiche da schon gelegen haben. Aber Sie werden Ihren Garten doch mal umgegraben haben. Ja, freilich. Aber doch nicht so tief. Ja, seine Spatenlänge wird eigentlich nie umgegraben. Ja, das reicht zur Lüftung des Bodens. Wir brauchen bitte eine Liste von allen Pächtern, auch der ehemaligen. Machst du das? Ja, ich kümmere mich drum. Ich bin hier Schriftführerin. Aber da werden Sie nichts finden. Das sind hier alles rechtschaffende Leute in der Kolonie. Wir wollen auch nur mögliche Ungereimtheiten ausschließen. Ja, vielleicht war es ein Kriegsgefangener, der auf der Flucht erschossen wurde. Ja, oder ein hingerichteter Deserteur, der in den letzten Kriegstagen, also da sollen ja viele... Jetzt hören Sie mal auf mit dem Unsinn, ja? Irgendwelche Hinweise zur Identität? Negativ. Wenigstens das Geschlecht. Dazu müssen wir das Skelett erst vollständig ausgraben und einige Vermessungen vornehmen. Aha. Das Einzige, was ich Ihnen sicher sagen kann, ist, dass er oder sie erschlagen wurde. Ja, ja. Wann kann ich denn mit einem Ergebnis rechnen? Das weiß man vorher nie, Herr Kaiser. 18 Uhr. Mit Sicherheit nicht. Aber heute Abend noch.